Good morning, in the morning! Ich bin die Früchte Ente, wir sind zurück zum neunten Let's Play mit Township. Und, ach, ich habe wieder Neuigkeiten. Da sträuben sich mir die Nackenhaare. Also, es kommt ein neues Event. Ich weiß gar nicht, sieht man es hier schon? Kann man es hier schon sehen? Nee, das ist ja jetzt, ne? Das, ja, man sieht es schon. Ein neues Zimmer. Jetzt kommt ein neues Zimmer. Ich bin übrigens richtig weit gekommen. Ich bin voll stolz auf mich. Moment. Muss mal eben hier die Zügel in letzter Zeit schicke ich richtig viele weg. Ich habe richtig viele T-Cash ausgegeben fürs Event. Ich bin leider hat man es bei mir geschafft, dass ich da viel ausgegeben habe. Ich weiß auch nicht. Cool ist das nicht, aber ich bin trotzdem stolz, dass ich so weit gekommen bin. Das Problem ist, wenn man weit gekommen ist. Moment, ich zeig's euch gleich. Dankeschön, Hechtown, Dankeschön, Fischli, Dankeschön, Lottenberg, Dani. So, und hier 5 T-Cash, okay. Spiel gönnt auch. Also man kriegt doch ab und zu, ne? Ist ja nicht so, dass man nicht ab und zu auch ein bisschen was kriegt. Und deswegen ist es dann auch wieder okay. So, wir gucken mal hier rein. Ah, nee, ja. Ich wollte eine Aufgabe annehmen, aber ich bin doch schon lange fertig. Oder? Ja, klar. Also, was können wir? Also, wir werden jetzt auf jeden Fall einmal kurz reinlugen. Hier habe ich. Ah, ich habe die noch nicht abgeholt, weil. Ach. Dieser Farmpass, ey. Farmpass ist wirklich. So, aber. Ich bin ein bisschen, ihr wisst es, manchmal ein bisschen verpeilt. Moment. Ich muss mal eben hier. Ich habe übrigens wieder Spitzhacken gesammelt. Vielleicht mache ich auch mal so. Also, ich würde jetzt gerne schon mal die 10.000 Marke schaffen an Spitzhacken. Und dann, wenn so ein Wettbewerb mal ist, so viel da machen, dass ich wirklich richtig, richtig weit komme. Das machen wir mal weg. Ich will ja da oben weitermachen. Nein, da habe ich aber nichts. Also da. Naja. Ach, guck mal, ey, so schlimm sieht die Ecke gar nicht aus. Real Talk. Guck mal, wir stellen jetzt das mal kurz weg. Und stellen, ich habe nämlich gesehen, wo ich die anderen Häuser habe. Die stellen wir jetzt dahin. Guck mal, die stellen wir später. Genauso wie die jetzt stehen, auch da war. Ja. Ich hab. Also, es braucht Zeit bei mir. So einfach ist das. Ne? Also, wo habe ich jetzt. Da. Guckt mal. Die. Dann sieht man nämlich die Straße. Ja. Jetzt habe ich halt die Bäume da auch stehen. Ist aber nicht so schlimm, sage ich mal. Nein, schlimm ist das wirklich nicht. So. Ja. Also ich bin auch immer so ein bisschen unzufrieden. Ich sag's ganz ehrlich, so wie es ist. Ich bin da so ein bisschen unzufrieden. Guck mal, da passt jetzt auch noch eins hin. Machen wir auch. Die wohnen einfach so alle dicht auf dicht. Wohnplatz ist halt teuer. Muss man einfach alles dicht an dicht bauen. Wie im echten Leben. So. Und kann man das machen? Ja, oder? Moment, jetzt ein Sträßchen. Also, neue, ja, die Infos zu. Einmal. Zweimal. Ja, da muss man halt hier jetzt auch sowas wie einen Garten und so, ne? Ich werde mal gucken. Ich werde mal gucken. Da wird auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus, wenn man eine Doppelstraße macht und dann da Häuser hinmacht? Sieht das doof aus? Da müssen wir mal gucken. Wenn nämlich jetzt. Oh. Wenn jetzt höhere Häuser da stehen. Quasi. Dann sieht man nämlich die Straße.
Man könnte natürlich auch Blumenbeet oder so dahin machen. Wäre vielleicht besser als eine zweite Straße, weil da sind ja auch diese Löcher in der Mitte. Und das sieht dann wiederum doof aus. Das heißt, ich werde dann wohl eher die Straße wieder wegmachen und dann dafür lieber zum Beispiel irgendein Bäumchen oder so dahin machen, ne? Bäumchen, Blumen, whatever. So, aber das ist jetzt, das lassen wir jetzt erstmal bleiben. So, denn wir kümmern uns jetzt heute. Ich habe übrigens bald ein Level ab, ganz nebenbei. Wir kümmern uns heute hier drum. Und wie gesagt, da kommt bald das nächste Zimmer. Ich schaffe nicht mal dieses Zimmer. Also ich werde jetzt mal gucken, soweit wie ich komme. Ne? Zack, zack. Crazy Dark. Wir werden jetzt die ganzen Punkte, die ich habe, einfach mal machen. Und ich werde es. Es wird nicht dafür reichen, dass man weiterkommt. Ja, wird nicht. Also, dass man das Zimmer behält, quasi in der Timeline oder wie man es nennen will, halt, ne? So. Oh ne, die sehen aber alle hässlich aus. Ne, blau. Und man soll ungefähr 40.000 Punkte für das andere Zimmer brauchen. Ich habe jetzt gerade 7.000 für das hier. Also werde ich hier mit den 7.000 nicht wirklich weit kommen. Ne? Fakt. Ist Fakt. So. Überspringen. Oh. Nee, das ist schön. Ja. Zack. Oh, da gibt es auch Belohnungen. Okay. Oh, 10 T-Cash. Ja, gut. Wie viel T-Cash ich ausgegeben habe, das ist eigentlich. Ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig. Die oder die. Ich kann mich nicht so richtig über die T-Cash freuen, weil ich habe so viel T-Cash teilweise ausgegeben. Das ist schon wirklich böse. Ja, muss ja rot sein dann. Also schön finde ich die Stühle und das Sofa jetzt nicht. Irgendwie sieht gefühlt ein bisschen. Nein, wieso habe ich jetzt auf Play gemacht? So, also wenn man das nicht schafft und man hat dann diesen Anfangsbonus nicht, ja, dann kann man es doch direkt sein lassen. Real Talk. Wisst ihr, was ich meine? Also, dann braucht man doch gar nicht mehr versuchen. Wenn das weg ist, keine Chance. Ja, also, man hat schon eine Chance, aber ist schon, ich sag mal so, nicht so einfach, ne? So. Shit. Also, ich habe viele Bonis natürlich ausgegeben. Ja, guck mal. Viele Bonis ausgegeben, damit ich überhaupt so weit komme. Hier an der Seite diese Dinger, ne? Ich habe noch immer ein paar. Ups, da ist ja noch was. Ich habe immer noch ein paar. Aber ohne die hätte es überhaupt nicht geklappt. Und ohne diese ganzen. Oh, sagt mal schnell. Also ich habe gestern sehr, sehr viel gespielt. Nachts mit doppelt Punkten. Ohne Doppelpunkte, mein Gott, ist das schwer. Also ohne Doppelpunkte ist super schwer und ohne diese drei Anfangsdinger ist auch super schwer. Ich war halt so ein kleines Opfer, ich habe gesehen, so boah, 500 T-Cash Hauptpreis. Dann habe ich mir gedacht, wo? Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh nee, guck mal. Ernsthaft? Das ist aber hier. Really? Oh Mann. Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding hier, ne? Oh Mann. Ja. Das ist wieder so ein Level, wo ich mir denke, das wird doch nichts.
Ah, guck mal. Glück, Glück, ja. Aber jetzt auch wieder. Schwierig. Ha, falsche Seite, aber egal, wir machen so. Zack, zack. Aber das sah eben anders aus. Also eben sah es so aus, das wird aber nichts, das wird aber nichts. Und dann doch. Und dann doch. So, und jetzt machen wir aber, ich wollte ja weiter dick renovieren. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier gespielt, also spiele. Ich wollte renovieren. Ich wollte mal gucken, wie weit ich komme. Ob das Zimmer sich bei mir wenigstens speichert. Also das wäre schon cool. Ich will nicht immer. Bin immer traurig, wenn sich das überhaupt nicht. Das Grün bei, das nehme ich mal. Wenn es sich überhaupt nicht speichert und das Zimmer einfach weg ist. Das finde ich richtig doof. So. Weil ich habe auch gar keine Zimmer in meinem Profil. Eins oder so, glaube ich. Ja, ich nehme das. Warum ist da ein Regal? Mitten im Weg. Mitten im Weg ein Regal. Ja, man muss ja das nehmen, das passt ja dazu, weil es auch dunkel ist. Überspringen. Guck mal, und jetzt haben wir schon nur noch 5.400. Das geht jetzt immer schneller. Ne, hier will ich. Es passt halt nicht. Man muss eigentlich die nehmen, aber die sind mir zu klein. Ich finde das schöner. So eine Mischung irgendwie aus allem. So, da kommt eine Maschine rein. Eine Saft. Eine Saftmaschine. Die will ich grün haben. Da gibt es jetzt Saft. So. Dann hier Buffet oder was? Oh ja. Guck mal, da gibt es nur das. Okay. Aber sieht gut aus. Nur dieses Regal davor, das stört mich ein bisschen. Okay, da gibt es auch nur eins. Nochmal Saft. Da ist eine Saftpresse, da ist eine Saft, Dings. Bisschen viel Saft. Oha! Screenshot! Ich glaube, ich habe das Zimmer gespeichert. Ich glaube, damit habe ich das Zimmer gespeichert. Das wäre schön. Oh, das wäre schön. Ja, das wär toll. So, dann nehme ich auch das Dunkle einfach mal. Hier finde ich das irgendwie was mit Lila. Oder eigentlich müsste man dann das nehmen, aber ich will das Lilane. So, wird ein richtiges Café, wa? Hier gibt es Kissen. Finde ich die eigentlich ganz cool. Und die anderen waren mir zu bunt. Teppich muss natürlich her. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Boah, so ein dicker Florteppich. So richtig so mit. Jetzt kommt ein Tisch noch dahin. Ja, man müsste ja den nehmen, weil der auch zu den Stühlen und. Ja, muss ich halt nehmen. Passt zu den Stühlen und zum anderen Tisch. Ich habe jetzt schon so viel querbeet. Muss dann wenigstens da ein bisschen einheitlich. Nee, Leute, da muss ich die nehmen. Die ist einfach am schönsten. Die passt halt auch wieder nicht. Aber gut, wenn man die anderen nicht gesehen hat, dann weiß man das nicht. Okay, hier gibt es keine Auswahl. Da gibt es nur die. Schöne Animation, wie das da reinfliegt. So, Stühle. Ui. Ja, muss man ja auch wieder die. Weil wegen den Füßen, ne? Das muss mit den Füßen passen. Es muss mit den Füßen zusammenpassen. So, hier, oh. Ich glaube, da will ich das haben, weil weiß, Porzellan. Viele wissen es nicht. Ich habe ja ein neues Hobby seit ungefähr 2 Monaten. Ich sammle Porzellan und handle irgendwie auch so ein bisschen mit Porzellan. Und hier mit Goldrand und diese. Vor allem so mit so einem dicken Goldrand in der Mitte. Noch nicht gesehen. Finde ich sehr schön. Ich sammle alles Mögliche. Ich habe auch eine Riesensammlung an Zwiebelnmuster, an
alle möglichen Marken, Hutschenreuter und ach, wie sie alle heißen, Meißen, dies, das, jenes. Ganz viele Sachen. So. Hä? Habe ich jetzt auf Play gedrückt? Ah ne, ich glaube, ich hatte nicht genug Punkte, wa? Hatte ich nicht genug Punkte? Ich weiß es nicht. So. Viele wissen ja, er hatte sehr lange ein Hobby, dass ich. Moment. Ja, Urbexen gegangen bin und so. Und jetzt ist irgendwie. Keine Ahnung. Man muss ja auch ab und zu mal was Neues machen. Ich mache jetzt hier einfach mal so. Weil sonst dauert mir das zu lang. Und wir müssen mal hier so ein bisschen. Schwierig. Ja, jetzt auch wieder so ein Level hier. Ja, zur Seite, das wollte ich auch. Sehr gut. Ja, die kriege ich eh nicht zusammen. Das ist problematisch. Also 13 ist schwierig jetzt. Sage ich, wie es ist. 13 ist schwer. 7 Züge. Geschafft. 4 Züge über. Ja, das war gut. Aber ohne Anfangs, Bomben und so hätte das nicht funktioniert. Deswegen, ich sag euch, wenn man hier einmal verliert, dann sitzt man fest. Dann sitzt man fest. Und das ist halt richtig bescheiden. So, 600 für die Torte. Sie, ja, genau. Deswegen, also, das ist quasi mein Zimmer jetzt. Aber es ist gespeichert, es hat gereicht. Freue ich mich wirklich sehr. Also, es muss ja auch einmal Erfolgserlebnisse geben in diesem Spiel hier. Ach, es muss wirklich mal so ein bisschen hier und da ein Erfolgserlebnis geben. Also im Moment läuft es wieder ultra gut. Ne? Muss man einfach sagen, im Spiel. Klar, Derby haben wir durch. Bin mir nicht sicher, ob wir ersten Platz sind. Ich glaube ja, aber ist ja auch noch die Anfangs, Liga. Aber ist ja auch okay. Auch wenn wir letzter Platz wären, juckt keinen. Juckt keinen. Aber. Ja, wir sind. War halt auch vielleicht ein bisschen doof, direkt am ersten Tag fertig zu sein. Alle waren direkt am ersten Tag fertig. Ja, ist ein bisschen. Jetzt haben wir halt die restliche Woche irgendwie nichts mehr zu tun. Das ist der einzigste Nachteil gewesen. Ja, aber was willst du machen? Um Hilfe, um Hilfe, um Hilfe. Hilfe! Bitte helft mir. So, laden. Komm, ich schick das jetzt weg. Weg mit dem Zug. Weil ich muss die Scheune leveln. Und da fehlen nicht mehr viele Hämmer. Es fehlen nicht mehr viele Hämmer, aber es fehlen halt noch welche. Und die muss ich irgendwie zusammenkriegen. Also es ist richtig nicht so cool. Die muss ich mal zusammenkriegen. Hier könnten wir vielleicht ein bisschen Platz schaffen. Okay, geht nicht mehr. Mal so ein bisschen umtauschen und dann gucken. Eigentlich brauche ich den ganzen Kram nicht, diese Bohrmaschinen und so. Die könnte man eigentlich auch verkaufen dann. Ja. 40.000 Punkte fürs nächste Zimmer ist eine Ansage. So, wo kann ich jetzt meine Zimmer sehen? Ich weiß es nicht. Ich kann leider meine Zimmer irgendwie nicht sehen. Würde ich gerne mal gucken. Irgendwo geht das. Also bei anderen Leuten. Muss mal gucken. Bei anderen Leuten kann ich das, glaube ich, gucken. Da gehe ich aufs. Ja, komisch. Wieso geht es bei mir nicht? Boah, die alle Zimmer hier oder was? Ja, klar. Wieso geht es bei mir nicht? Aber ich bin weiter. Ich bin weiter. Ich bin weit. So. Ja, komisch. Sehr, sehr komisch. Finde ich ja doof. Kann man nichts machen.
würde auch gern hier drauf tippen. Aufs Fragezeichen? Nee. Ja, geht irgendwie nicht. Ich darf mein Profil nicht gucken. Die Infos. Wer weiß, wie ich das mache, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, damit ich das auch nächstes Mal gucken kann. Und ich bin jetzt erstmal raus und lade jetzt ganz schnell dieses Video hoch, damit es auch online kommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, eure Ente. Tschüss und ein schönes Wochenende euch.